Elektrocamper, Quo Vadis? Also, das wird heute ein spannendes Thema, denn wir wollen wissen, wohin die Reise geht oder ja, wo wir aktuell auch stecken. Das Thema Elektrocamper ist in vieler Munde und das war für mich ein Grund, mich mit jemandem zu unterhalten, der ganz bewusst auch aus einer jüngeren Generation kommt und der das Thema selbst mal aufgearbeitet hat. Ich begrüße hier im Studio den Luca Brück. Hallo, hi. Klaus, grüß dich. Ich bin auf dich gestoßen, weil ich habe natürlich für die Recherche dieses Artikels gegoogelt. Und als ich Elektrocamper eingegeben habe, kam direkt nach der Anzeige hier oben Milch Plus. Und Milch Plus, ich gehe gerade mal drauf, ist eben ein Blog, ja, über das Campen und auch über das Surfen. Wie man diese beiden Hobbys verbindet, das müssen wir gleich nochmal begucken. Zum Thema Camping, du bist heute noch nicht leider mit dem Elektrocamper unterwegs, aber du hast eben diesen recht bekannten Artikel geschrieben. Und wenn ich mir so den Anfang angucke, dann stelle ich auch fest, du bist, glaube ich, studierter Philosoph. Das geht so ein bisschen ins Philosophische. Also die kognitive Dissonanz nennst du hier und natürlich, wir wollen die Umwelt nicht belasten. Wir haben aktuell das Problem, dass wir nur den Diesel zur Verfügung haben und du hast dich so ein bisschen eben mit den verschiedenen Fahrzeugen, die es hier gibt, auseinandergesetzt. Du hast mal eine Marktübersicht geschaffen, du hast den Hybridcamper dargestellt und so weiter. Und von daher freue ich mich darauf, dass wir uns über das Thema mal unterhalten können. Vielleicht nicht so tief technisch, sondern auch, ja, was bedeutet das für die Umwelt? Wie müssen wir umdenken? Wie müssen wir sehen, dass der Elektro auch im Bereich der, ja, schweren Kastenwagen 3,5 Tonnen vielleicht Einzug erhalten wird? Luca, was ist deine Meinung zu diesem Thema? Wie kommen wir da zukünftig voran? Also ich habe den Artikel vor ungefähr 6 Monaten recherchiert und seitdem hat sich auch schon wieder einiges getan. Gleichzeitig erwecken manche Firmen auch den Anschein, dass sie einiges tun und so viel passiert gar nicht. Es ist also schwer zu durchschauen. Nachdem du mich jetzt aber angefragt hast, habe ich natürlich mich damit nochmal auseinandergesetzt und intensiv nachgedacht und am Ende gedacht, ja klar. Ja klar sind wir elektrisch unterwegs. Wann das sein wird, in 5, in 10 Jahren, in 15, aber da geht gar kein Weg dran vorbei. Und da stehen einige Probleme im Weg, aber eigentlich keine, die unausräumbar wären. Also wenn du sagst, bis 3,5 Tonnen, ja wer weiß, vielleicht ändern wir die Führerscheine dann nochmal, damit wir halt große Batteriefahrzeuge auch fahren dürfen oder haben eine Zwischenprüfung bis 5 Tonnen oder sowas. In den USA gibt es diese Beschränkung ja nicht und ich glaube, da wird sich zuerst was tun, was diese Fahrzeuge angeht. Ja, jetzt ist die Führerscheinthematik die eine. Du hast mir ein paar Studien mitgebracht. Diese hier, wie umweltfreundlich sind Elektroautos, zielt jetzt nicht ab auf die Camper, sondern das ist jetzt vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und da hat man diese Themen mal so ein bisschen auseinandergenommen. Beachtlich in dieser Studie fand ich, ja, jetzt muss ich mal auf die richtige Seite klicken, diese Grafik. Und hier wird, ich vergrößere das vielleicht mal ein bisschen, dann kann man das besser sehen, einfach mal dargestellt, wie viel an Ressourcen verschwenden denn Dieselfahrzeuge. Das ist quasi hier zu sehen. Und wie ist das bei Elektrofahrzeugen 2020 oder auch in Zukunft, das wird weniger werden. Und man sieht schon, also gerade auf der Straße beim Fahren selber ist natürlich durch den Kraftstoff Verbrauch durch den Ausstoß eben deutlich mehr an Emissionen im Bereich des Diesels zu sehen, im Bereich der Produktion, allerdings im Bereich von Elektro. Aber ich meine, der Trend ist eindeutig, oder? Also da gibt es gleich mehrere sehr bemerkenswerte Sachen an dieser Studie. Die erste, warum kippen die Balken nach links, wenn man drauf schaut? Das scheint irgendwie, Okay, das ist irgendwie still, du hast recht, aber das ist irgendwie, glaube ich, eine optische Täuschung, oder? ist irre. Ja. Dann eine andere Sache, ich glaube, nicht nur die Elektroautos, auch die anderen könnten durchaus noch weniger CO2 ausstoßen, wenn man sich halt mal wirklich Gedanken darum gemacht hätte, wie ein sparsames Auto auf die Straße kommt. Und da würde auch noch ein bisschen was gehen, vermute ich. Auch die Elektroautos müssen aber effizienter werden. Da lässt sich dieser Balken sogar noch weiter einspannen, wie man ja sieht bei der zwischen 2020, 2030. Das liegt einerseits an
dem Strommix, wo das herkommt, das ist der wichtigste Faktor. Es liegt aber auch daran, dass die Fahrzeuge durchaus noch effizienter werden können. Und der Anteil der Entsorgung, da ist diese Grafik nicht besonders optimistisch, dass sich da was tut, ne? Würde ja eigentlich davon ausgehen, dass mit besseren Recyclingquoten auch der CO2-Ausstoß in Produktion, Wartung, Entsorgung weniger wird. Ja, okay. Dass da deutlich mehr Potenzial natürlich im Bereich von Elektro, Fahrzeugentwicklung drinsteckt, sehe ich auch. Also ich komme vom Ingenieurwesen und das kann ich absolut nachvollziehen. Und auch bei der Wiederverwendung und Aufbereitung von Batterien, glaube ich, da ist auch zukünftig noch einiges machbar. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt eine Studie ganz allgemein. Wir müssen uns aber auf eben diese schweren Fahrzeuge beziehen. Und wie du schon sagst, nicht nur das Führerscheinproblem, sondern wir bewegen dann 3,5, vielleicht sind es auch mal 4,5 Tonnen, mit so einem Fahrzeug, wo die Batterien drin stecken, durch die Gegend. Die Reichweite ist ja auch eben so ein Thema. Und jetzt muss ich vielleicht mal zurückkommen auf das, was du in deinem Blog eben betreibst. Du bist Surfer. Wie reist du zu so einem Spot an? Das sind doch meistens dann längere Distanzen und dann ist man vor Ort. Denn heute mit dem Elektroauto, da muss ich ja alle 200, 300 Kilometer spätestens an die Stromzapfsäule und dann dauert das Laden mitunter auch ein paar Minuten, Stunden, Tage. Nee, wie lange ist denn das? Wie stellst du dir das dann vor? Das muss man einplanen. Aktuell würde ich sagen, ist es unrealistisch. Ich könnte das vielleicht machen, ja. Als Teilzeitblogger sozusagen kann ich mir das ja erlauben, vielleicht auch die Reise mit einem Elektrocamper anzugehen und einfach mal zu schauen, wie ist das. Aber wenn jemand einfach 2 Wochen Zeit hat für den Surftrip, dann ist das unrealistisch. Von hier in die Bretagne zum Beispiel, also ich bin gerade in Oldenburg. Hätten wir 1100 Kilometer, da wäre ich sicherlich 2,5, 3 Tage unterwegs, würde ich sagen, mit einem Elektrocamper. Und dann muss man gerade nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland eben gewisse Stops finden, wo man das Fahrzeug laden kann, vielleicht dann auch schnell laden kann. Das dauert natürlich bei einem schweren Fahrzeug mit großer Batterie umso länger. Wie lange muss ich dann einplanen? Das kommt wirklich komplett darauf an, welche Ladestationen du findest. Die Schnellladestationen, da bist du bei so einer 120 Kilowattstunden Batterie eine halbe Stunde dran vielleicht. Okay. Allerdings muss man da auch beachten, dass die realen Ladezeiten sind wirklich schwer zu bemessen, wenn man nicht dieses Fahrzeug selbst mal geladen hat, denn mit voller Kapazität kannst du ungefähr 80% laden, wenn das die Ladestation hergibt. Danach musst du runterregeln, sonst macht es die Batterie wieder kaputt. Und da gibt es so viel zu beachten, dass es wirklich schwer ist, genaue Auskünfte zu geben. Man muss das Ding mal machen. Okay. Du hast ja einiges und deswegen finde ich den Artikel auch so gut, mal gegenübergestellt an Fahrzeugen, die da existieren. Ob es jetzt beim VW e-Bus ist oder bei dem, was hier der EQV Camper macht. Und es gibt auch schon die ersten Firmen, die diese Fahrzeuge zum Leihen mit anbieten. Ich habe es hier gefunden, das ist in München die Firma Zero Camper. Wie bieten die das mit an? Da kriege ich, glaube ich, eine Tankkarte dazu und hier steht was von 330 Kilometer Reichweite. Wie ist so deren Kundenkreis? Wie machen die dann Urlaub? Wie muss man das vorstellen? Also ich habe keine genauen Informationen zu den Kunden, aber ich würde mir die so vorstellen, wie mich eigentlich interessiert an der Thematik und vielleicht auch in der Überlegung, sich dann doch irgendwie ein Alltagsfahrzeug, was auch zum Campen taugt, als Elektrofahrzeug anzuschaffen. Denn ich glaube, das ist so die Hauptanwendung, die es gerade gibt. Und das sind ganz klar, wie man da auf dem Foto auch sieht, halt kleine Fahrzeuge, die leicht sind, die einigermaßen die Reichweite bringen, die man braucht, um ein bisschen campen gehen zu können. Und in erster Linie muss es ja auch darum gehen, grundsätzlich Fahrzeuge einzusparen. Das heißt, das Fahrzeug muss eventuell einfach den kompletten Bedarf abdecken, den ich habe im Okay. Alltag. Bevor wir jetzt zu deiner Umfrage kommen, finde ich ganz spannend, dass du die aktuell noch reingemacht hast, gucken wir uns vielleicht nochmal die zweite Studie an. Und in dieser zweiten Studie, da geht, ich glaube, die ist vom, war das nicht Fraunhofer Institut?
9 vom Martin Wietschel, eben doch aus dem Fraunhofer-Institut. Da geht man her und stellt eben auch verschiedene Dinge gegenüber und ermittelt ganz gezielt diesen Break-Even-Point. So, und da sieht man zum Beispiel, ab welcher Kilometerleistung ist denn solch ein batteriebetriebenes Elektrovehikel, dafür steht diese Abkürzung BEV, über hier erneuerbare Energien abgedeckt, wirtschaftlicher als ein Dieselfahrzeug. Und das ist hier aufgeteilt in der Studie in verschiedene Batterieklassen und ich habe direkt mal die Oberklasse-Batterieklasse genommen. Das heißt, wir merken, bei einem 2019 angeschafften Fahrzeug ab 100.000 Kilometer schon ist das BEV wirtschaftlicher. Und das wird sich natürlich in der Zukunft sogar noch verbessern. Durch die eben genannten Faktoren kommen wir dann noch auf bessere Werte. Das heißt, rechenbar ist das heute schon, oder? Rechenbar ist das schon, was meinst du damit? Also ganz klar, das E-Fahrzeug ist nachhaltiger in dem Sinne. Das heißt, die Treibhausgasemission, und wir machen ja diese Reihe gerade zum Thema Nachhaltigkeit, in den gesamten Dezembertagen jetzt, hätten wir große Vorteile, wenn wir auf Elektro setzen könnten. Das Problem ist jetzt, ist das unsere Bequemlichkeit? Ist das unser Reiseverhalten? Oder wo könnte jeder von uns eher Abstriche machen, damit er auch mit einem Elektrofahrzeug ganz gut in seinem Camperleben zurechtkommt? Das ist eine spannende Frage. Also was ganz klar über allen Antworten steht, ist, dass es wirklich weniger Fahrzeuge werden müssen. Das heißt, da sind dann Optionen wie Teilen oder sowas gefragt. Und die zweite Sache ist, dass die Fahrzeuge heute viel zu ineffizient sind und das meistens, weil sie zu schwer sind. Und das würde heißen, dass wir uns ein bisschen verkleinern müssen, ein bisschen entschlanken, ein bisschen weniger einpacken. Ich meine, das kennt jeder, der Camper, egal wie groß er jetzt ist, ist am Ende voll. Man packt so viel ein, wie halt reingeht. Wenn man schlau ist, packt man nicht mehr ein. Das ist so die realistischste Antwort. Und deshalb sind auch so Projekte wie der X-Bus zum Beispiel, das total konzeptuelles Fahrzeug von einer deutschen Firma, so interessant, weil die wirklich einen anderen Weg gehen und komplett Leichtbau machen. Bevor wir jetzt uns zu sehr versteifen auf das Thema Elektro, hier gab es in dem, wo war denn das, in dem Fazit? Nein, bei den Alternativen eben auch noch andere Dinge, die dargelegt worden sind, nämlich, dass man über das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle nachdenkt und auch, dass man über diese E-Fuels da nachdenkt, also über synthetisch hergestellten Kraftstoff. Da muss man jetzt den Motor im Fahrzeug nicht großartig ändern, sondern der ist halt nur eben aus, ja, nicht aus Rohstoffen gewonnen und damit eigentlich auch neutral. Allerdings, hier sieht man auch schon in der Gegenüberstellung, wie viel Energie man dafür aufwenden muss. Wie siehst du diese Alternativen von Antrieben oder ist Elektro dann doch noch die beste Alternative? Also das Geile ist ja, was man sich erstmal vorstellen muss, der Wirkungsgrad von so einem Motor im Auto, im Camper, der liegt irgendwie bei 30% oder so bei einem Verbrenner und der Rest ist Wärme. Und jetzt denkt man natürlich, ein E-Auto hat einen richtig geilen Wirkungsgrad, aber die Wärme entsteht heute auch noch, weil unser Strommix halt auch noch Kohle beinhaltet und dann entsteht sie halt im Hochofen. Und bei synthetischen Kraftstoffen scheint das, so wie diese Grafik nahelegt, noch viel, viel extremer zu sein. Deshalb ist da die einzige Anwendung eigentlich im Flugverkehr. Wasserstoff ist ein sehr gehyptes Zukunftsthema, zu dem ich leider kein Experte bin, aber ich sehe das, was ich lese und höre. Da klingt das so, als wäre das keine realistische Option jetzt für den Auto- und Campermarkt. Also E-Auto, it is, ja. Ja, okay. Jetzt gibt es viele Fragen und jetzt gibt es vielleicht auch von unseren Zuschauern Leute, die Experten sind zum Thema Wasserstoff, zum Thema E-Fuels, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, also umso besser, schreibt uns die Kommentare dazu. Also das ist uns wirklich wichtig. Wir wollen auch in den nächsten Tagen, wir haben ja noch ein bisschen was bis zum 24. Dezember, auch das Thema gerne noch ein zweites oder auch gerne noch mal ein drittes Mal ausweiten. Denn im Bereich der Nachhaltigkeit ist doch, das sieht man eindeutig, die
Anschaffung eines Fahrzeugs und der Betrieb des Fahrzeugs, nämlich der Ausstoß, das, wo wir am meisten Treibhausemissionen einsparen können. Und von daher, klar, können wir das gerne zu einem Schwerpunktthema machen in dieser gesamten Reihe. Wir haben schon festgestellt, ob das jetzt bei Fahrzeugisolierung ist oder selbst bei der Toilette ist, so viel lässt sich da dann doch nicht einsparen im Vergleich jetzt zu diesem gesamten Thema Elektroantrieb. Und vielleicht gucken wir jetzt noch mal zum Abschluss so ein bisschen auf vielleicht die jüngsten Meldungen, die ich auch wahrgenommen habe. Wir haben jetzt ja auch einen neuen Verkehrsminister, der kommt nicht von den Grünen, der kommt eben von der FDP. Das Erste, was er macht, ist eben auch die Dieselfahrer zu entlasten. Alle von uns und größtenteils fahren wir eben Diesel. Dieselfahrzeuge als Camper können jetzt, weiß ich nicht, aufatmen. Das kann ja aber auch nur das falsche Zeichen sein. Auf der anderen Seite, und das habe ich dieser Tage auch in der Zeitung gefunden, die Firma Schenker hat jetzt 1500 von diesen E-LKWs bestellt, zumindest. Die werden alsbald auch ausgeliefert und die sind jetzt eher für den Nahverkehr da. Das heißt, das Thema der großen Distanzen kann man damit jetzt auch noch nicht angehen, aber es geht zumindest um deutlich schwerere Fahrzeuge und da scheinen auch die ersten wirtschaftlichen Erfolge schon da zu sein, dass man sowas eben mit ansetzt. Wir kommen jetzt vielleicht noch mal auf deine Studie und auf deine Umfrage hier, die du ganz zum Schluss gemacht hast und gerne auch zu einem Abschlusswort. Luca, wie kannst du uns motivieren, ja, das gerade in deiner Generation und ich sag mal ganz salopp, ja, mein End of Life ist noch eure Zukunft. Wir sind, ich glaube, 12 Jahre, nee, 22 Jahre auseinander. Da ist eben noch einiges dazwischen. Wohin geht die Zukunft? Ja, die Zukunft wird, denke ich, elektrisch sein. Und ich weiß nicht, ob wir noch so campen können, wie wir das heute tun. Das habe ich in meinem eher vergleichsweise jungen Leben auch schon gesehen, wie sich manche Orte verengt haben, wie es mancherorts nicht mehr so gern gesehen ist, in Portugal zum Beispiel einfach wild am Strand zu campen. Und da verstehe ich die Portugiesen sehr gut. Da geht es teilweise um Umweltschutzgebiete, in denen ein Portugiese auf seinem Grundstück keinen Wohnwagen platzieren darf, aber unten stehen 50 große Verbrennerwohnmobile. Ich bin optimistisch und denke, dass sich doch was tun wird, dass von verschiedenen Richtungen die Entwicklung ganz schön Geschwindigkeit aufnehmen wird. Bei Zulassung, das hattest du eingangs gesagt, hat man das Gefühl, jedes dritte Auto hat ein E am Kennzeichen. Tatsächlich ist im Oktober jedes dritte Auto in Hamburg, das zugelassen wurde, ein Elektrofahrzeug oder Hybrid gewesen. Ungefähr die Hälfte waren Elektrofahrzeuge davon. Und das wird sich natürlich dann auch auf die Kastenwagen übertragen, denke ich mal. Der Knackpunkt wird zu sein für viele, das habe ich jetzt schon gehört, dass die Reichweite bei mindestens 300 Kilometern liegt, wo dann wirklich das Interesse größer wird. Und da braucht es noch ein bisschen, dass wir das erreichen, weil aktuell zum Beispiel so Probleme wie die Zuladung dann noch offen sind. Aber das ist schon zu erreichen und wird kommen, da bin ich relativ sicher. Okay. Während deines Schlusswort, ich habe schon mal deine Umfrage ausgefüllt. Das finde ich wirklich gut und ich möchte auch euch alle animieren, genau auf dieser Seite von Milch Plus, dem ja, Surf-Magazin, das sich nicht nur mit Surfen, sondern auch mit Campern und auch mit der Zukunft auseinandersetzt, einfach mal diese Umfrage zu klicken. Wir werden all diese Studien, die wir hier zitiert haben, all die Links und auch diesen Artikel von Milch Plus natürlich unterhalb dieses Videos nochmal verlinken. Und das war's erst schon mal für heute. Und ich hoffe, dass die nachhaltigen Tage bis Weihnachten genauso spannend werden wie das, was wir bisher alles schon gesendet und aufgezeichnet haben. Luca, ich danke dir. Vielen Dank. Alles Gute. Wir sehen uns sicherlich mal wieder. Vielen Ciao. Dank, Klaus. Ich hoffe, dass sich die ein oder anderen Expertenstimme meldet Okay, doch in den und klar, wir Kommentaren. gucken uns gemeinsam mal an, was da kommt und nehmen dann natürlich auch weiterhin gerne die Diskussion auf.